Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute eine Live-Demo geben, wie man Blackbox-Tests entwickelt. Und zwar bei Blackbox-Tests ist es so, dass man von der Spezifikation ausgeht, versucht systematisch die Implementierung abzudecken, die Spezifikationsfälle sinnvoll abzudecken. Und das steht im Gegensatz zum Whitebox-Testing. Whitebox-Testing habt ihr euch vielleicht schon ein Video von mir angesehen, wo wir die Testfälle von der Implementierung ableiten. Und beim Blackbox-Testen werden wir die Implementierung jetzt ignorieren. Es gibt in dem Video zwei Beispiele, die wir verwenden. Im ersten Teil des Videos werden wir uns angucken, wie das Ganze für das Modulo-Beispiel funktioniert. Wir haben also Modulo selber implementiert und versuchen das jetzt zu testen. Da gibt es die Testfälle schon, das geht also ein bisschen schneller, da werde ich bloß kurz drüber gehen. Und dann gucken wir uns noch das Ganze für den Taschenrechner an, bei dem wir immer noch testen wollen, ob die Klammern richtig gesetzt sind, um Punkt vor Strichrechnung zur Geltung zu bringen. Gut, damit viel Spaß. Ihr könnt den Quelltext euch gerne mit dem Link unter dem Video parallel angucken, ausführen, live mitprogrammieren. Und das Video dann jederzeit pausieren, um irgendwo nochmal nachzudenken oder was auszuprobieren. Gut, dann viel Spaß dabei! Genau, die Besonderheit von unserer Modulo-Operation, wie die jetzt implementiert ist, spielt jetzt mal überhaupt keine Rolle, ist, und das sagt die Spezifikation aus, dass das Ergebnis immer positiv ist. Und das ist ein interessanter Punkt, weil das in jeder Programmiersprache oder in vielen Programmiersprachen unterschiedlich gelöst ist, wie das Modulo aussieht von negativen Zahlen. Ja, und in den meisten Programmiersprachen ist es so, dass wir tatsächlich für den einen oder anderen Fall auf negative Fälle gucken können. Wer das Whitebox-Video gesehen hat, der kennt das schon. Wir wollen also diese Implementierung jetzt abtesten und haben dafür Testfälle auch schon im Detail in der Vorlesung entwickelt und wollen uns die jetzt angucken. Beim Blackbox-Testen gibt es sehr viele verschiedene Strategien. Wir haben jetzt hier zwei Strategien. Die eine ist, dass wir Äquivalenzklassen bilden. Und die Idee ist, eine solche Äquivalenzklasse, das sind also bestimmte Eingaben in einem Wertebereich, in einem bestimmten Intervall, und dass wir für die gleichen Testergebnisse erwarten und deswegen davon nur einen Wert testen. Das ist also hier der Fall. Wir können, die Modulo-Operation bekommt zwei Parameter A und B und beide können negativ oder positiv sein und das testen wir hier ab mit den Fällen. Allerdings gucken wir uns auch das Ergebnis an. Auch dafür kann man Äquivalenzklassen aufstellen und man kann jetzt sagen, naja, vielleicht verhält sich die Methode anders für den Wert gleich 0, also wenn es durch den Wert teilbar ist, durch den man Modulo rechnet, oder aber Werte größer 0. Eine Besonderheit ist noch, wenn wir teilen durch 0, weil teilen durch 0 ist allgemein undefiniert und da sagt die Spezifikation aus, dass wir da eine Arithmetic Exception bekommen und das wäre tatsächlich das gleiche Verhalten, wie auch die Java Modulo Implementierung funktioniert. Wir haben da in der Vorlesung schon gesehen, dass es tatsächlich für unsere Implementierung noch nicht ganz zutrifft. Ja? Die hat da noch Fehler, die uns zu einer Endlosschleife führen und JUnit ermöglicht einem mit der Option Disabled einzelne Testfälle mal abzuwählen. Und das sehen wir hier in dem Beispiel auch. Dann haben wir noch weitere Testfälle. Wir haben nämlich auch Grenzwerte getestet. Das heißt, von jedem dieser Bereiche testen wir auch noch den kleinsten und den größten Wert ab. Das heißt, wenn wir sagen, die negativen Zahlen, dann würden wir eben den kleinsten negative Zahl, das ist also der minimale Integer in dem Fall, oder eben die größte negative Zahl, das wäre eben minus 1. Und das gleiche machen wir auch für die positiven Zahlen und das gleiche machen wir für beide Parameter. Ja, wir sehen hier kleinsten negativen, größten negativen, kleinsten positiven, größten positiven und hier haben wir die auch, bloß vielleicht in einer anderen Reihenfolge. Und dann haben wir die Äquivalenzklassen auch auf den Tests. Das heißt, bei den Tests können wir auch sagen, wir wollen mal das kleinste und mal das größte Ergebnis sehen. Natürlich macht das bei der Äquivalenzklasse die Werte gleich 0, macht das wenig Sinn. Ja? Da haben wir die 0 schon abgetestet. Allerdings, wenn wir die Werte größer 0 abtesten, dann können wir da auch die 1 nehmen für den kleinsten positiven Wert und eben Max Value für den größten positiven Wert. Die haben wir also hier auch abgetestet
Und jetzt können wir den ganzen Test starten, indem wir bei der Klasse sagen, wir wollen jetzt alle Tests ausführen. Man kann das auch für ein Projekt machen, aber dann würden wir jetzt auch die Whitebox-Tests mit ausführen. Wir wollen jetzt nur die Blackbox-Tests sehen. Und das kann JUnit nur deswegen machen, weil wir alle diese Methoden mit addTest annotiert haben. Dann kann eben JUnit die alle zusammensammeln und eben alle ausführen. Das würde einem prinzipiell ermöglichen, dass man auch Testfälle in die Implementierung, in die Klasse mit reinschreibt. Allerdings ist das nicht empfehlenswert, das beides zu mischen. Das sehen wir nachher nochmal, wenn wir auf die Coverage drauf gucken. Jetzt stellen wir hier fest, der eine Testfall hat 3 Sekunden gedauert, der andere lief innerhalb weniger Millisekunden und der nächste Test, der dauert jetzt ziemlich lange. So, und ich kann euch versprechen, wir könnten jetzt beliebig lang warten. Da ist nämlich eine Endlosschleife in dem Test, genauso wie in dem Äquivalenztest 3. Ja, in dem Boundary-Test 3 haben wir das gleiche Problem. Das haben wir schon in der Vorlesung besprochen. Allerdings wollte ich euch das nochmal zeigen, wie sich das hier äußern kann. Nämlich der Test läuft für immer. Das heißt, wir müssen uns auch überlegen, wie gehen wir mit solchen Testfällen um und müssen die eben entweder händisch abbrechen oder vielleicht sogar was implementieren, sodass die auch automatisch dann nach einer gewissen Zeit, nach einem gewissen Timeout abgebrochen werden. Das heißt, wir brechen jetzt hier die Implementierung ab. Wir sehen jetzt hier noch, der Testlauf steht noch da, aber es läuft eben nicht mehr. Wir sehen, es ist terminiert, weil da würde jetzt nichts weiter passieren. Es ist auch wichtig, das zu terminieren. Wenn er jetzt ja einfach irgendwas ändert und neu startet, läuft das im Hintergrund noch weiter, dann werdet ihr das irgendwann merken, dass euer Lüfter auf 100% läuft. Das heißt, wir müssen den anderen Testfall hier noch deaktivieren, damit alle durchlaufen. Es gibt also verschiedene Arten, wie so ein Testfall, wie sich das äußern kann, dass der fehlerhaft ist oder dass es einen Fehler gibt. Eins ist, das ist der schlimmste Fall, wenn es nicht terminiert, das haben wir eben gesehen. Es gibt einen anderen Fall, dass wir sozusagen einen Fehler haben. Das heißt, eigentlich deutet das auf einen Fehler in unserer Implementierung von dem Test hin. Und dann haben wir sogenannte Failures, also wenn irgendeine Assertion nicht erfüllt wird, die wir erwartet hätten. Wir sehen jetzt hier die gedisselten oder die abgeschalteten Testfälle. Die sehen wir hier jetzt so nett markiert. Das heißt, die sehen optisch, stechen die heraus. Allerdings muss man da eben aufpassen, dass man eben die dann zu gegebener Zeit auch wieder aktiviert, wenn man eben die entsprechenden Probleme behoben hat. So, und jetzt können wir uns angucken, was da jetzt das Problem ist. Und auch das Problem ist schon aus der Vorlesung bekannt. Und zwar haben wir da bei dem Test Nummer 4, als Erwartetergebnis hatten wir 0 und das tatsächlich erhaltene Ergebnis ist aber 1 und das lag an dem größer gleich oder kleiner in der Implementierung. Das kann man gerne im Quelltext nochmal nachvollziehen, warum jetzt die Sachen fehlschlagen. Und zwar gibt es eine Besonderheit, ich führe mal noch schnell den Test aus, um euch das zu zeigen. Und zwar kommen wir an der einen Stelle deswegen zu einer Endlosschleife wegen der Obskurität, dass quasi, wenn wir eine negative Zahl mit minus 1 multiplizieren, dass unter Umständen keine positive Zahl rauskommt, nämlich für den Sonderfall min-value als den minimalen Integerwert. Ja, das liegt daran, wie Integerwerte sozusagen binär festgehalten werden. Es gibt also mehr negative Integerwerte als positive. Das heißt, wir kriegen folgenden Effekt, wenn wir den maximalen Integerwert negieren, mal minus 1 rechnen, dann kommen wir auf einen negativen Integer, aber eben nicht min-value, sondern min-value plus 1. Und umgekehrt kommt es zum Überlauf, wenn wir jetzt den kleinsten Integerwert nehmen, also die kleinste negative Zahl eben sozusagen, wenn wir die mit minus 1 multiplizieren, kommen wir auf die gleiche Zahl, weil wir einen Überlauf von der größten Zahl haben. Das ist eine wichtige Sache, die es zu beachten gilt. Und das ist auch durchaus so, dass man da auch in unterschiedlichen Programmiersprachen vielleicht nochmal andere Konzepte für sieht und da anders mit umgehen muss. Im Endeffekt führt das in unserer bisherigen Implementierung zu folgendem Fall, nämlich, dass wir hier an der Stelle bei dem b mal gleich minus 1, dass wir hier aus einer negativen Zahl tatsächlich wieder eine negative Zahl erzeugen. Und damit die Schleifenbedingung für alle beliebigen Integerwerte immer erfüllt ist und wir eine Endlosschleife haben. Gut, aber die Beispiele könnt ihr euch gerne im Detail angucken. Ich werde jetzt nicht so viel darauf eingehen, weil wir das in der Vorlesung schon besprochen haben.
Was wir allerdings mal noch machen werden, wir werden nochmal eine neue Implementierung nehmen. Die ist ein bisschen smarter als die alte, die wir haben. Die ist nicht so schön geeignet, um Whitebox-Tests zu illustrieren, aber die hat sozusagen den Vorteil, die ist auch deutlich performanter. Das heißt, wir können diesen Hinweis mit der Performance rausnehmen und wir können tatsächlich sogar alle Blackbox-Fälle jetzt einschalten. Wir haben hier jetzt keine Endlosschleifen mehr zu erwarten und können dann ausprobieren, wie man eigentlich Modulo in Java implementieren könnte. Und wir können das jetzt hier ausführen. Es müsste auch deutlich schneller durchlaufen als die alten Tests, weil jetzt die Implementierung auch performanter ist und damit die Tests auch schneller durchlaufen. Ja, und das sehen wir jetzt hier auch. Wir haben jetzt hier keinen Test mehr, der irgendwie 3 Sekunden braucht oder ähnliches. Der erste war noch ein bisschen langsamer, weil der vielleicht noch irgendwie ein Warm-up mit drin hatte. Gut, das soweit zur Modulo-Implementierung und wir kommen jetzt zum Taschenrechner, aber vorher räume ich noch ein bisschen auf. Ja, und zwar Blackbox-Testing. Es ist so, dass wir den Quelltext gar nicht immer zur Verfügung haben. Das heißt, dann haben wir gar keine Wahl. Wir können nicht einfach in den Code reingucken. Und so ein Beispiel haben wir hier auch für unseren Taschenrechner. Wir haben nämlich eine abstrakte Klasse für Expressions. Und dafür gibt es eine Reihe von Unterimplementierungen. Und das hängt ja von einzelnen Implementierungen ab, wie die sich verhalten. Wir wollen aber jetzt einen Test haben, der irgendwie generisch ist, der auf alles passt. Was wir dafür brauchen, ist eine Spezifikation. Ja, und die steht hier jetzt relativ ausführlich. Dass wir eben Klammern dann erwarten, wenn sie notwendig sind, nämlich nur, wenn wir eine Addition haben, die in einer Multiplikation hängt. Ja, also das Beispiel wäre, ich habe 1 plus 2 in Klammern mal 3 gleich 9, ja, was ja stimmt, 1 plus 2 sind 3, 3 mal 3 sind 9. Und wenn wir jetzt hier die Klammern nicht setzen würden, dann würden wir eben auf 1 plus 2 mal 3, 2 mal 3 sind aber 6, 6 plus 1 sind 7, dann würden wir auf einen anderen Wert kommen. Und tatsächlich, das könnt ihr ausprobieren, das sieht man so im Windows 10 Taschenrechner. Da werdet ihr, der wird euch verkaufen, dass ohne Klammerung, dass man da auch auf den Wert 9 kommt. Was aber nicht stimmt. Und wir haben uns überlegt, wir wollen das eben verbessern. Wir haben unseren eigenen Taschenrechner geschrieben in der Vorlesung und wollen den jetzt eben testen mit Blackbox-Tests. Das heißt, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen die ToString-Methode testen. Es kommt also nicht auf die konkreten Werte an, die wir da einsetzen, ob wir da 1, 2, 3 einsetzen. Das hat eigentlich wenig Einfluss auf die Klammerung, weil wir wollen auch nicht die einzelnen Werte ausrechnen und gucken, ob die stimmen. Ja, das sollen andere Tests dann vielleicht machen. Was wir hier jetzt machen wollen, ist gucken, dass an den richtigen Stellen die Klammern kommen, an den meisten Stellen nicht. Und das steht hier jetzt im Detail beschrieben, aber im Wesentlichen sagt es uns, nur wenn eine Addition unter einer Multiplikation hängt, wollen wir Klammern haben, ansonsten nicht. Da wollen wir jetzt systematisch rangehen und diese ToString-Methode testen. Was wir dafür machen, ist einen neuen JUnit-Testcase anlegen. Testfalle, da gibt es die Konvention, dass man die typischerweise mit einem T beginnt und dann so nennt, wie die Klassen, die man damit hauptsächlich testet. Jetzt kann man natürlich überlegen, also in dem Fall wäre es jetzt nicht bloß, dass wir die Klasse Necessary Brackets testen, die tatsächlich dem Decorator-Pattern entspricht, sondern dass wir jetzt hier auch ein Zusammenspiel von mehreren Klassen testen. Das bezieht sich jetzt eben eher auf die Art und Weise von notwendigen Klammern. Blackbox, Whitebox würde man normalerweise nicht hinschreiben, das ist jetzt eher, um das zu illustrieren. Das ist also der aktuelle Stand von unserem Taschenrechner. Wir können jetzt hier 1 plus 2 mal 3 rechnen und wir sehen, die Klammern sind hier jetzt tatsächlich richtig. So, jetzt aber die Frage, also das ist jetzt ein Testfall und wir wollen die jetzt automatisieren. Und was wir jetzt also haben können, ist, wir haben irgendwie immer so einen Parent. Ja, das ist jetzt in dem Fall die Multiplikation.
Das könnte aber auch die Addition sein, die oben ist, wenn ich zuerst mit der Multiplikation angefangen hätte und dann die Addition genommen hätte. Wir haben aber auch sowas wie Kinder und Kinder können links oder rechts drunter hängen. Und das Ergebnis kann eben sein, wir haben Klammern, wir haben Linksklammern, Rechtsklammern, Rechts- und Linksklammern. Und das wollen wir jetzt systematisch abdecken. Was wir dafür machen, ist, wir legen erstmal verschiedene Tests an, und zwar Test No Brackets. So, und der Test No Brackets, wir würden jetzt also erwarten, dass es keine Klammern gibt. In dem Testfall würden wir jetzt also sagen, wir erwarten folgendes Ergebnis. Nämlich, was erwarten wir für ein Ergebnis? Naja, keine Klammern könnte zum Beispiel sein, wenn wir die Addition sozusagen oben ist, wenn wir die Addition von zwei Zahlen haben. Aber die Addition von zwei Zahlen ist noch nichts, was wir jetzt irgendwie sinnvoll für die Klammerung unbedingt testen müssen. Die Addition ist jetzt die Top-Level-Operation und darin könnte jetzt irgendwie die Multiplikation hängen. Gut, und das wollen wir hier mal auf der rechten Seite testen. Was wir dafür machen müssen, ist, wir legen sozusagen Top-Level eine Addition an. Und die Addition wollen wir jetzt auf die linke Seite, also die Addition ist hier, auf die linke Seite wollen wir jetzt mal den Wert 1 einfügen. Und da wir den öfter noch brauchen werden, werden wir dafür gleich eine Variable anlegen. Und auf der rechten Seite brauchen wir eine Multiplikation. Auch dafür werden wir eine Variable anlegen. Das machen wir jetzt mal. Also value, new value 1. So, und jetzt ist die erste Frage, die man sich stellen kann, ist, warum jetzt eigentlich 1 und warum nehmen wir jetzt immer den gleichen Wert? Naja, wir testen ja jetzt nur die Klammerung. Man könnte vielleicht noch mit negativen Werten testen, aber wir wollen es jetzt nicht zu komplex machen für dieses Beispiel. Wir nehmen jetzt einfach mal nur positive Werte. Und ob da jetzt eine 1 steht oder ein 2 oder eine 3, hat für die Klammerung vermutlich keinen Einfluss. Ja, und das ist eine wichtige Sache bei Blackbox-Tests. Wir haben immer Vermutungen an die Implementierung, wo sich Dinge äquivalent verhalten und würden das eben jetzt nur mit dem Wert 1 testen. Weil es um die Klammerung geht, nicht um das Ausrechnen der Werte, weil da würden wir vermutlich auch andere Werte noch benutzen. Gut, dann brauchen wir unsere Multiplikation. Und die soll links und rechts ein Value haben. So, das schon erstmal ganz gut. Ja, das ist jetzt quasi schon ein Testfall, wenn wir eben keine Klammerung erwarten würden. Und jetzt brauchen wir aber noch andere Fälle. Nämlich, wenn wir sozusagen auch noch Klammern erwarten. Das heißt, was wir jetzt da an der Stelle mal machen, ist, wir werden mal diesen Testfall so verändern, dass wir jetzt hier überlegen, die Operatoren nehmen wir mal raus, da müssen wir irgendwie noch welche einsetzen. Und die Frage ist, was wir hier einsetzen. So, und jetzt wollen wir bei Blackbox-Tests mal möglichst systematisch alles abdecken. Ja, das ist ein bisschen schwierig tatsächlich, wenn man da jetzt nur so drauf guckt, weil ich es auch ganz gut daneben her irgendwie einen Zettel mit aufzumachen, und da kann man sich die Fälle systematisch überlegen. Wir könnten jetzt sagen, wir wollen Klammerung links haben, wir wollen Klammerung rechts haben und wir wollen Klammerung links und rechts haben. Wenn wir Klammern sehen wollen, dann müssen wir oben eine Multiplikation haben. Ja? Also der Parent, und jetzt haben wir sozusagen systematisch, sind wir schon alle Ausgaben durchgegangen, aber was wir jetzt noch nicht haben, ist sozusagen die Eingabe. Ja? Was geben wir jetzt als Eingabe rein, damit wir auf Klammern kommen können? Wir müssen zwingend oben eine Multiplikation haben als Parent, sonst werden wir hier keine Klammern sehen können. So, das heißt, auch die können wir ja schon mal einfügen. So, und jetzt sagen uns ja auch noch die... Gut, das klappt gerade nicht.
Jetzt sagen uns die Klammern, also ob die links oder rechts sein sollen, sagen uns ja jetzt schon, wo die sein sollen. Ja, also da sollen schon mal Klammern sein. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Multiplikation. Wir haben hier eine Multiplikation und rechts sollen Klammern sein. Und hier haben wir eine Multiplikation und wir wollen links wie rechts Klammern sehen. So, und da wir Klammern um ein einzelnes Element nicht sehen können, muss hier also auf jeden Fall schon mal plus 1 in Klammern stehen. So, das heißt, jedes Mal, wo jetzt hier die Klammern stehen, können wir tatsächlich noch ein Plus hinschreiben. Und können hier an die Stelle schon mal eine Addition eintragen. Ja, also nur wenn eine Addition in der Multiplikation ist, kommen diese Klammern. So, das, was wir dafür machen müssen, ist eine Addition hier auch noch als Wert anlegen. Und hier sagen wir auch wieder, wir nehmen nur den Fall, dass die direkt verschachtelt sind. Hier könnte man auch nochmal drüber nachdenken, vielleicht auch noch tiefere Verschachtelungen mit zu testen, indem man hier statt einem Value vielleicht auch nochmal eine Addition oder eine Multiplikation mit innen drin einträgt. Gut, das haben wir auch schon gesagt, die Addition muss hier überall auf der linken Seite auftauchen. Tatsächlich muss sie hier auch auf der rechten Seite auftauchen und mit dem Testfall sind wir dann tatsächlich auch schon fertig. Bei den anderen zeigt uns das hier jetzt auch Eclipse an, ja, dass wir da noch nicht alles ausgefüllt haben. Wir müssen überlegen, was da jetzt reinkommt. Oh, da habe ich tatsächlich einen Fehler, ja, weil wir wollen ja die Klammern auf der rechten Seite sehen. Gut, kurz durchatmen. Was haben wir jetzt schon? Wir haben jetzt als Parent schon mal die Addition und Multiplikation gesehen. Das ist schon mal gut. Als Value können wir den Parent nicht haben, weil Value sozusagen in unserem Composite Pattern in Leaf Node war. Ja, das ist quasi das ein tatsächliches Element und kein Compound Element. Deswegen kann das eben keine Kinder haben. Das heißt, als Parent kommt nur Addition und Multiplikation in Frage. Da haben wir beide Fälle abgedeckt. Auch bei den Klammerungen haben wir jetzt alle Fälle abgedeckt. Gar keine Klammern, links, rechts Klammern, links und rechts Klammern. Jetzt versuchen wir, als linkes Kind und als rechtes Kind möglichst mal alles zu sehen und alle Fälle abzudecken. Wir gucken also auf der linken Seite, haben wir schon Value, Addition und Addition. Das heißt, wir versuchen hier noch die Multiplikation auf der linken Seite einzufügen. Und auf der rechten Seite, als rechtes Kind, haben wir schon mal die Multiplikation und die Addition gesehen und wollen hier noch Value unterbringen. Das geht jetzt hier super systematisch auf. Wenn das mal nicht so systematisch aufgeht, dann würde man jetzt einen neuen Testfall anlegen und würde da halt als erstes eben Value reinschreiben und dann überlegen, was man mit dem Rest dann noch abtestet. Zum Vergleich, in der Vorlesung hatten wir uns da so eine große Tabelle aufgemacht mit den Äquivalenzklassen und hatten Kreuze gesetzt und man kann dann gucken, dass in jeder Zeile mindestens ein Kreuz ist und in jeder Spalte auch mindestens ein Kreuz ist. Die Spalten standen für Testfälle, die Zeilen standen eben für bestimmte Bereiche, Wertebereiche. Gut, damit ist unser Test vollständig, also vorsichtig mit der Wortwahl, also für das Blackbox-Kriterium, dass wir sozusagen unsere Äquivalenzklassen abtesten, haben wir jetzt die Vollständigkeit erreicht. Vollständiges Testen werden wir bei diesen Ausdrücken nicht erreichen, da es unendlich viele Ausdrücke geben kann. Ja? Ich kann mir immer zu einem Ausdruck, den es gibt, kann ich noch eine Addition rüberhängen oder noch eine Multiplikation. Das heißt, vollständiges Testen ist in dem Fall generell unmöglich. Wir haben aber alle unsere Klassen abgedeckt und jetzt können wir auf die Idee kommen, das auszuführen. Hier können wir uns wieder der Möglichkeit bedienen, dass wir die alle auf einmal ausführen können. Das können wir uns jetzt angucken und wir sehen tatsächlich, oh, die schlagen alle fehl. Also gucken wir uns vielleicht mal einen der einfacheren Fälle an. Ja, wenn wir irgendwie keine Klammern haben. Und was wir hier sehen, ist, hier steht irgendwie Java, Lang, String, irgendwas drin. So, und woran könnte das liegen? Naja, wir haben hier auf der linken Seite einen String und vergleichen den mit einem Expression-Objekt. Tatsächlich wollten wir aber die ToString-Methode testen. Das heißt, wir rufen hier jetzt überall noch die ToString-Methode auf. Also wenn wir ein Value haben und rechts eine Multiplikation, dann kommen wir auf genau diesen String. Allerdings haben wir in den anderen Fällen noch andere Ergebnisse, die wir sehen.
Das gucken wir uns jetzt an. Ja, also hier ist offensichtlich nicht nur die Klammerung falsch, sondern hier haben wir vielleicht auch noch einen Fehler gemacht bei dem, was wir da reingeschrieben haben. Ja, also vielleicht haben wir in unserem Test auch noch einen Fehler gemacht. Da gucken wir jetzt nochmal rein. Und zwar war das Bracket right. Ja, und offensichtlich, ne, also wir haben hier Multiplikation und Addition. Also hier haben wir nicht ganz aufgepasst, weil hier muss auch noch die Multiplikation auf der linken Seite rein. Ja, das ist das linke Kind, das ist eine Multiplikation, das rechte Kind ist eine Addition. Gut, dann führen wir das nochmal aus. Das heißt, was wir jetzt mal machen können, ist, wir können mal strategisch reingucken, an welcher Stelle könnte es dann jetzt zu diesem Fehler kommen. Naja, was wir als Parent immer haben in diesen Fehlerfällen, ja, in allen drei Brackets right, left and right und Brackets left, da können wir reingucken, da haben wir immer eine Multiplikation als Top-Level-Element. Das heißt, da gucken wir jetzt mal als erstes rein. Gut, und hier drin, um jetzt zu wissen, wo fangen wir da jetzt an, können wir uns einen Trick bedienen. Wir können nämlich das, was wir eben ausgeführt haben, können wir nochmal mit Coverage ausführen. Das heißt, wir können uns von Eclipse mitloggen lassen, welche Statements eigentlich ausgeführt wurden. Und nur die müssen wir uns angucken. Das heißt, was wir gleich sehen werden, ist, dass wir die Evaluate-Methode, die brauchen wir zum Beispiel gar nicht angucken, weil die wurde gar nicht getestet. So, und hier sehen wir auch schon, dass da irgendwas spooky ist. Also wir kriegen hier den Parent übergeben, das ist der Parent von der Multiplikation. Wir geben das jetzt an die Kinder weiter und berechnen die Strings für die Kinder. Und bei den Kindern muss ich quasi den Parent übergeben. Wenn ich eine Multiplikation habe und da hängen jetzt zwei Terme drin, dann ist der Parent für diese Kinder die Multiplikation und nicht der Parent darüber. Das heißt, an der Stelle muss es sys heißen und an dieser Stelle muss es auch sys heißen, damit das Ganze symmetrisch ist. Das heißt, das können wir ändern. Wir können die Tests nochmal ausführen. So, was sagt er uns dann? Erwartet hätte er die Klammern, aber wir haben gar keine Klammern drin. Warum haben wir gar keine Klammern drin? Das ist eine sehr gute Frage. Meine verzweifelte Fehlersuche habe ich jetzt mal ein bisschen abgekürzt für euch und den Schnelldurchlauf gemacht. Das hat etwa 10 Minuten gedauert, bis ich es tatsächlich dann gefunden habe. Und wichtig ist natürlich, wenn man was mit dem Decorator-Pattern testet und guckt, ob der Decorator richtig funktioniert, dass man den Decorator auch einsetzt. Das heißt, das habe ich nicht getan und das gucken wir uns jetzt mal noch an, was wir dafür noch ändern müssen. Wo können wir den Decorator praktischerweise einsetzen? Naja, wir können den Decorator hier einsetzen, wo wir die Addition und die Multiplikation erzeugen. So, und siehe da, jetzt laufen wirklich alle Testfälle durch. Wir können es auch angucken, was sozusagen im Quelltext da ausgeführt wurde. Interessant ist, dass der Fehler, den wir mit dem Sys in der Multiplikation gefunden haben, dass der im Tool, in unserem Taschenrechner, tatsächlich in der aktuellen Implementierung noch nie auftauchen könnte. Ja, weil wenn wir die Terme oder die Art und Weise, wie wir diese Terme zusammenbauen, haben wir immer nur links ein Kind, was irgendwie ein komplexer Ausdruck sein kann, und rechts ist immer nur einfach ein Integer, den wir eingegeben haben. Das heißt, trotzdem ist es vielleicht sinnvoll, diesen Fehler möglichst früh schon zu finden, weil vielleicht wollen wir den Taschenrechner irgendwie anpassen, dass man später auch mal sagen kann, wenn wir da Klammern mit einbauen und irgendwie Ausdrücke komplexer zusammenbauen können, dann bräuchten wir eben diese Fälle auch. Gut, wichtig ist, wir können jetzt alle Testfälle ausführen, auch nochmal alle von dem Projekt. Wichtig ist dabei, dass wir uns nicht darauf verlassen, dass diese Testfälle jetzt alle funktionieren, sondern dass wir das testen. Denn selber Testfälle können wir auch testen. Das heißt, was wir jetzt machen können, ist, wir können jetzt hier mal was anderes reinschreiben. Zum Beispiel left. Und wir können dann gucken, was unsere Testfälle machen. Ja, im Moment sind alle grün, alle Whitebox-Tests, alle Blackbox-Tests. Und dann können wir gucken, welche die erkennen. Und man sollte es provozieren, dass jeder Testfall, wenn man den einmal neu schreibt, dass man für den irgendwas findet im Quelltext, was den tatsächlich mal fehlschlagen lässt.
Ja, das heißt, für die beiden Testfälle hätten wir jetzt schon mal eine Mutation gefunden, so nennt man das, ja, wenn man jetzt irgendwas willkürlich ändert im Quelltext, der das sozusagen aufdeckt. Das heißt, die beiden Testfälle sind schon mal okay und wir müssen jetzt auch noch Mutationen für die anderen Fälle finden. Klar, die Multiplikation wurde in den Whitebox-Tests gar nicht getestet. Necessary Brackets wurde da allerdings aufgerufen. Das heißt, wir können da versuchen, auch mal noch einen Fehler zu provozieren. Nämlich zum Beispiel hier mal die Coverage nehmen wir mal weg. Die brauchen wir jetzt nicht jedes Mal mit ausführen. Hier sollte es natürlich heißen, nur den Fall und. Das heißt, wir werden jetzt hier eine ganze Reihe von Testfällen sehen, die fehlschlagen, sogar einen Whitebox-Test. Und wir sehen jetzt schon, naja, die ersten beiden sind ja vorher nicht fehlschlagen. Von dem Blackbox-Test haben wir jetzt jeden schon mal fehlschlagen sehen, dank dieser Mutation. Und bei Whitebox-Test fehlen eben noch diese beiden. Ja, und da kann man jetzt weiter rumspielen und gucken, in welchen Fällen oder wie man das provozieren kann, dass die eben sozusagen auch fehlschlagen. Warum ist das wichtig? Wir hatten da einen ganz konkreten Fall in einem Softwareprojekt, in das ich involviert bin, wo wir festgestellt haben, nach 6 Jahren, dass wir Testfälle hatten, die ein Objekt, eine komplexe Datenstruktur mit sich selbst verglichen haben, auf ganz viele Eigenschaften. Da haben wir ganz viel Rechenpower reingesteckt. Und natürlich konnte diese Methode nie fehlschlagen, weil wenn sie immer das gleiche Objekt mit sich selbst vergleicht, in Bezug auf verschiedene Eigenschaften, dann wird man damit nie einen Fehler finden. Deswegen ganz wichtig, wann immer man Testfälle schreibt, selbst mal versuchen, irgendwas im Code zu ändern und zu gucken, dass es wirklich anschlägt. Eine andere Form der Entwicklung ist Test-Driven Development, wo man erst den Test schreibt, der am Anfang noch fehlschlägt, dann den Test so verändert, die Implementierung verändert, sodass der Test erfüllt wird. Da ist das automatisch mit dabei und das ist auch eine sinnvolle Technik, die einzusetzen. Gut. An der Stelle würde man eben jetzt, werde ich den Quelltext auch committen. Ihr könnt euch also auch das finale Ergebnis dann angucken. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt gern noch ein bisschen rumprobieren. Zum Beispiel könntet ihr jetzt eben noch eine neue Operation einführen, wie die Subtraktion oder auch gucken, was eigentlich bei negativen Zahlen passiert. Viel Spaß dabei!